800 DL-Spiele, das ist ja Wahnsinn. Da sieht man mal erstmal, wie die Zeit verfliegt. Und jetzt wollt ihr von mir drei Highlights. Das ist eigentlich unmöglich, weil es so viele Highlights gibt. Aber okay, dann fangen wir mal an mit Top 3. Würde ich sagen, das erste DL-Spiel in Mannheim. Haben wir gleich einen Punkt geholt. Stefan Juliens, erste DL-Tor erzielt. Dann gehen wir zu Top 2. Top 2, die erste Meisterschaft in Wolfsburg. War auch ein unvergesslicher Moment. 2016. Und Top 1, auch eigentlich unmöglich zu picken, aber nehmen wir mal Spiel 7 bei der Meisterschaft 2018, wo es Oberwiesenfeld mehr oder weniger explodiert ist. Ein unglaubliches erstes Drittel gespielt. Ja, dann machen wir noch ein Top 1 Plus, würde ich sagen. Das Finale letztes Jahr gegen Ingolstadt und das letzte Spiel von Don Jackson nach 1072 DEL-Spielen. Und damit ist das Finale 2023 gespielt nach 2016, 17, 18, zwei verlorenen Finals. Kehrt München auf den DL-Thron zurück. Glaube ich, sind wir jetzt mit diesen eigentlich drei, aber jetzt sind es vier Highlights gut dabei und es könnten viele andere sein. Also bitte nicht sauer sein, wenn ich jetzt das Highlight und das Highlight und das Highlight vergessen habe. Aber wir freuen uns natürlich auf die nächsten 200 dann in unserem Tempel unter anderem im SAP Garden. Dann sind wir bei 1000 und dann schauen wir weiter.